OAAD.de. One of a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge. Der erste Tag, wo mein iPhone nicht da ist. Ich habe es tatsächlich verkauft, oh mein Gott. Und ich nehme jetzt gerade, weil mein großes Mikro nämlich einen Defekt hat, auf einem Xiaomi Mi 5S auf. Natürlich also trotzdem mit der Auphonic-App. Mal gucken, wie das wird. Ich hoffe gut. Und ich hoffe, nein, ich weiß natürlich, dass der 12. September bald kommt, falls dann wirklich die Keynote ist, wird wahrscheinlich bald ein neues iPhone bei mir Einzug halten. Egal, kommen wir zur App. Der App Motion Stills von Research at Google, eine Android-App. Aktuelle Versionsnummer variiert je nach Gerät. Größe variiert je nach Gerät, erforderliche Android-Versionsnummer variiert je nach Gerät und es gibt bei 1745 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,7 Sternen. Ich lese die Beschreibung vor. Motion Stills ist eine App von Google Research, mit der sie kurze Videos aufnehmen und diese mit unserer fortschrittlichen Stabilisierungs- und Rendering-Technologie in wunderschöne Cinemagramme oder beeindruckende Kameraschwenks umwandeln können. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, sich wiederholende GIFs zu erstellen oder die einzelnen Clips zu filmen, zusammenzuführen und das Ergebnis mit ihren Freunden zu teilen. Motion Stills bietet die folgenden Funktionen. Einfach tippen und so einen kurzen 3-sekündigen Clip aufnehmen oder ein einminütiges Video mit dem Modus Vorspulen zu einem ganz kurzen Clip zusammenfassen. Motion Stills als sich wiederholende GIFs oder Videos direkt mit ihren Freunden teilen. Filme erstellen, indem sie Clips einfach nach rechts wischen oder so zusammenführen, sich ihre aufgenommenen Clips in einem Stream ansehen oder sie einzelnen durchgehen und automatisch wiedergeben lassen. Das hört sich alles ganz gut an. Motion Stills gibt es ja auch für iOS, da habe ich ja gehört, das konnte ich mit dem iPhone 6, was ich ja hatte, nicht machen. Aber da wurde das ja wohl sehr gerne benutzt, auch um zum Beispiel Live-Bilder zu stabilisieren. Hier für mich ersetzt Motion Stills auf dem Xiaomi jetzt ein bisschen Live-Fotos und das macht es ganz gut und die Stabilisierungstechnologie ist wirklich sehr gut. Die Ergebnisse gefallen mir und ab und zu mal daraus ein kleines GIF zu erstellen, ist auch sehr nett. Es ist kostenfrei und deswegen eine Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.